alles, was mit kosmischen Strömungen zu tun hat, ist hier sichtbar. Sowohl die Rolle der Konvektion, schon alleine die Tatsache, dass es das Objekt Sonne gibt, ist das Resultat einer Instabilität. Und dass die Sonne so funktioniert, wie sie funktioniert, hat was mit Dynamik zu tun, und zwar mit dynamischen Instabilitäten, nämlich eben hier mit dem Konvektionsströmung. Und dann eben auch, sobald ein kritischer Parameter überschritten ist, dann fängt das ganze Objekt an und beginnt, neue Strukturen zu entwickeln. Und damit will ich es also jetzt bei dem Kino zunächst mal belassen. Wir werden im weiteren Verlauf immer mal wieder hin und her switchen, aber meine Damen und Herren, es tut mir leid, heute Morgen ist vor allen Dingen die Tafel angesagt. Also der Frontalunterricht in Reinkultur, es hilft nichts. Ja? Und der erste Punkt ist erstmal eher was Philosophisches oder wissenschaftshistorisch philosophisch, nämlich warum sind Instabilitäten für uns eigentlich eine so unerfreuliche Erscheinung? Wieso bedeutet das Wort instabil, ist für uns im Allgemeinen negativ konnotiert? Warum ist das so? Nun, man muss einfach nochmal dran denken, die Physik hat begonnen mit Himmelsmechanik. Das ist der große Triumph der theoretischen Physik gewesen, die Bewegungen des Himmels so gut erklären zu können, dass man sich an den Schreibtisch setzen konnte und konnte einfach durchrechnen, wie die Dinge sich da oben verhalten. Und siehe da, die Vorhersagen, die da bei den Gleichungen rausgekommen sind, die traten auch ein. Was Besseres gibt's ja gar nicht. Wenn man den Himmel berechnen kann, dann kann man alles berechnen. Dann ist die gesamte Natur berechenbar. Und in der Tat ist das Narrativ des Abendlandes, nämlich zu glauben, man könne die Natur berechnen, basiert auf dem unglaublichen Erfolg der Physik von Anfang an, nämlich Systeme berechnen zu können, von denen man dachte, sie seien unberechenbar. Nämlich das, was am Himmel ist. Dabei ist das Universum so ziemlich das Einfachste, was es im Universum eigentlich gibt. Also einfacher als das Universum gibt es eigentlich fast gar nichts. Ja, es ist aber so. Es ist so, ja. Es ist nämlich total leer, das Universum. Da ist nichts, was irgendwie reiben könnte. Wenn sich da draußen etwas reibt, dann verliert es zum Beispiel Impuls, also Drehimpuls auch. Man stellt sich vor, die Planeten hätten sich im Laufe der letzten 4,5, 6, 7 Milliarden Jahre, solange existieren sie, an irgendwas im Sonnensystem gerieben. Dann wären sie nicht da, wo sie heute sind. Also sicherlich wäre das ein ganz erheblicher Verlust an Drehimpuls gewesen, an Bahndrehimpuls, und damit wären die Planeten irgendwo, hätten sie sich zu Planeten mit Migrationshintergrund entwickelt, das heißt, sie wären in die Sonne hineingefallen und dort integriert worden. So, um sämtliche Begrifflichkeiten jetzt mal hier auf den Kopf zu stellen. Das ist nicht passiert. Die Tatsache, dass sie abends Sterne sehen, ich habe das hier schon mal erläutert, bedeutet, das Universum muss ziemlich leer sein. Ansonsten würden sie die Dinge nicht sehen. Die Tatsache, dass sie mit einem erweiterten Auge sogar Objekte sehen, die Millionen, aber Millionen von Lichtjahren von uns entfernt sind, bedeutet, das Universum ist, was die Teilchendichten betrifft, unerheblich. Das heißt aber vor allen Dingen, dass kosmische Strömungen durch etwas ganz Besonderes charakterisiert sind. Es gibt keine Reibung. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten in der Physik im 16. Jahrhundert mit Hydrodynamik begonnen. Was das bedeutet hätte? Die Entdeckung von Wirbeln, von irgendwelchen Grenzschichtphänomenen. Die Physik wäre wahrscheinlich nach 4, 5 Wochen gleich wieder katastrophal zu Ende gegangen, weil nämlich bei diesen hydrodynamischen Strömungen die Frage der Stabilität, die ist dann relativ schnell geklärt. Die Dinger sind relativ schnell instabil, vor allen Dingen, wenn sie zu schnell werden, die Strömung. Deswegen ist die Instabilität ist eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt sind. Also während wir das negativ eigentlich bewerten, wenn Dinge instabil werden, ist es de facto so, wenn die Welt von Anfang an komplett stabil gewesen wäre und immer nur die gleichen Lösungen hervorgebracht hätte, dann würden sie nicht hier sitzen. Jeder von uns ist der Ausdruck für eine Art von Dynamik, die viel damit zu tun hat, dass neue Eigenschaften auftreten können im Universum. Also dass es eine Dynamik gibt, dass es eine Entwicklung gibt, die sich von den vorherigen Zeitschritten massiv unterscheidet. Also Instabilitäten sind die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt irgendwas Neues im Universum gibt. Und diese neuen Eigenschaften, die sind natürlich, die können interessant sein und führen offenbar, wenn man sich mal überlegt, was in diesem Pfeil alles drin steht, wie aus Instabilitäten neue Eigenschaften entstehen, dann gibt es zum Beispiel das erste im Rahmen von einer Lehrerfortbildung in einem Haus der Astronomie, ist das erste, die erste und entscheidende Neuigkeit in dem Universum, das ja sehr heiß beginnt, sehr homogen ist in der Energiedichteverteilung, isotrop und so weiter, ist die allerwichtigste Eigenschaft, die das Universum entwickeln wird,
die Strukturbildung. Dass es also überhaupt dazu kommt, dass Masse sich verdichtet, dass also die Schwerkraft lokal eine größere Wirkung zeigt als in der Umgebung und damit auf einmal Strukturen möglich sind. Die zentrale neue Eigenschaft des Universums ist die der Strukturbildung. Und Strukturbildung bedeutet, dass eben tatsächlich aus dem, was vorher war, etwas völlig anderes entstehen kann, und zwar bis wiederum zu einer gewissen Grenze. Diese Strukturbildung hier läuft vor allen Dingen unter dem Begriff der Gravitationsinstabilität. Das heißt also, die Gravitation übernimmt die Rolle, die führende Rolle in der Dynamik eines Systems. So, Gravitation, was Gravitation ist, meinen wir alle zu wissen. Wobei ich die These aufstellen würde, wir wissen es eigentlich immer noch nicht. Wir beschreiben sie zwar immer perfekter und wir haben immer genauere und genauere Theorien darüber, aber was ist tatsächlich, wie sie vor allen Dingen mit den anderen Kräften zusammenhängt, ist nach wie vor mehr oder weniger ungeklärt. Und wenn Sie daran denken, dass wir jetzt mit Gravitationswellen eine klassische Theorie, nämlich die allgemeine Relativitätstheorie, mit hirnerweichender Präzision immer mehr und mehr bestätigen und verzweifelt versuchen werden, auch in Zukunft Quantenfeldtheorien dafür zu entwickeln. Die allgemeine Relativitätstheorie ist aber keine Quantenfeldtheorie. Und wenn die immer genauer und genauer bestätigt wird, dann werden die quantenfeldtheoretischen Ansätze es immer schwieriger und schwieriger haben, den Ansatz der einen Theorien, die ja bei der Beschreibung der Struktur der Materie extrem erfolgreich sind, mit dieser klassischen Theorie zusammenzubringen. Da steht also die Physik noch, da wird die Gretchenfrage noch gestellt. Ja, Physik, wie hältst du es mit der Gravitation? Aber wir ahnen natürlich, zunächst einmal, sie hat die Eigenschaft, immer attraktiv zu sein. Und jetzt können wir natürlich schlicht die Frage stellen, unter welchen Bedingungen kann denn Material eines bestimmten Zustandes überhaupt gravitativ instabil werden? Und Voraussetzung für den weiteren Vortrag ist jetzt, dass wir immer über Flüssigkeiten oder über Gase sprechen. Also wir reden hier nicht mehr über Einzelteilchen, sondern Flüssigkeiten und natürlich vor allen Dingen aber über Gase. Das bedeutet, kurze Definition, ab wann ist ein System, ein Gas? Wie ist das Verhältnis von mittlerer freier Weglänge zur Systemgröße? Am Imperial College gibt es folgende Methode. Der Prof stellt eine Frage. Solange es keine Antwort gibt, geht die Vorlesung nicht weiter. Bitte? Das ist schon mal, geht in die richtige Richtung. Wie viel kleiner? Männer, nicht oh, sondern viel kleiner oder richtig viel kleiner? Kleiner, aber bei Gas. Richtig viel kleiner? Etwas kleiner. Richtig etwas, nur etwas. Ja, also richtig viel kleiner. Also kleiner. Es soll richtig klein sein. Also deutlich klein. Die mittlere freie Weglänge muss klein sein gegen die, und zwar richtig klein, nicht nur so ein bisschen klein. Free Mean Path, FMP, muss richtig, richtig, richtig klein sein gegen die. Dann kann man von einem Kontinuum sprechen. Das heißt, die gesamten Detailprozesse, die irgendwie den Impulsaustausch zwischen den einzelnen Teilchen da steuern, über die können wir alle mitteln. Also im Klartext bedeutet es, man geht davon aus, dass das Gas eine Maxwell-Verteilung besitzt und dass ich über diese Maxwell-Verteilung integrieren kann. Deswegen nutze ich sie ja auch gerne, die Maxwell-Verteilung, wie wir ja in der Physik überhaupt gerne E-Funktionen oder trigonometrische Funktionen vor allen Dingen deswegen so lieben, weil wir sie beliebig oft differenzieren und integrieren können, ja, bis der Arzt kommt, die kannst du tagelang, da kann dir nichts passieren, die sind differenzierbar bis zum Date nicht mehr und stetig und ach, das ist großartig. So. Und deswegen nimmt man die ja auch. Na, das ist doch kein Wunder. Also diejenigen, die jetzt vielleicht nur Mathematik studiert haben, die mögen jetzt enttäuscht sein, dass wir immer nur diese kleinen Schalten, also Entschuldigung, ich werde ja aufgenommen, hi, ich muss ja aufpassen, ich muss ja, ja, wir verwenden ja einen sehr eingeschränkten Satz von mathematischen Funktionen. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, analytische Lösungen zu suchen, sind wir natürlich daran interessiert. Und genau das, bei den makroskopischen Theorien sind wir immer an stetigen Lösungen natürlich interessiert. Da brauchen wir keine Quantenfeldtheorie, sondern wir machen eben Hydrodynamik. Und in der Hydrodynamik taucht zunächst einmal etwas auf, was ein bisschen ein Problem darstellt,
Während in der Mechanik, wenn ich Einzelteilchen betrachte, dann weiß ich, Kraft ist Massenmal Beschleunigung. Beschleunigung ist Geschwindigkeitsänderung nach der Zeit. Schön. Ja, ist klar. Und die Geschwindigkeit hängt auch nur von der Zeit ab. Blöd ist aber, bei den Strömungen kann die Geschwindigkeit auch vom Ort abhängig sein. Das heißt, zur gleichen Zeit kann an verschiedenen Orten eine unterschiedliche Geschwindigkeit sein. Man spricht dann von einem Geschwindigkeitsfeld. Das heißt, aus der normalen Ableitung, die wir normalerweise kennen, diesem wunderbaren, wunderschön einfach zu integrierenden dv nach dt, wird nun in der Hydrodynamik eine außerordentlich unerfreuliche Ableitung. Sie kann unerfreulich werden, sie muss nicht, aber nicht. Denn, also zunächst mal, da wir jetzt nur über partielle Ableitungen reden, müssen wir hier natürlich unterscheiden zwischen der Ableitung an einem Ort. Wir haben eine partielle Ableitung nach der Zeit an einem Ort. Aber dann könnte man sich jetzt natürlich überlegen, wie könnte denn eine Kombination von Geschwindigkeit und Ortsableitung aussehen, sodass immer noch hinterher sowas rauskommt wie die Änderung der Geschwindigkeit nach der Zeit. Ich will sie nicht auf die Folter spannen. Die sieht so aus. V mal Gradient angewandt auf V. Der Gradient ist nichts anderes als ein Ausdruck für Ortsableitung. Das hier, dieser Anteil, garantiert sozusagen, dass ich auch ein V haben kann, was vom Ort x, y und z abhängig sein kann. Also nicht nur von t, das wäre der Anteil hier, sondern ich habe auch noch einen Anteil, der vom Ort abhängig ist. Also denken wir zum Beispiel an eine Strömung im Rohr. In der Mitte ist die Strömung am schnellsten, am Rand ist die Strömung am langsamsten. An den Wänden sogar soll die Strömungsgeschwindigkeit null sein. Wir werden nachher in eine Gleichung haben, da wird eine zweite Ableitung der Geschwindigkeit nach dem Ort auftauchen. Das heißt, wir werden nicht nur Anfangswerte brauchen, die die Strömung beschreiben am Anfang, sondern wir werden auch Randbedingungen bestimmen müssen. Wie soll nun am Rand die Strömung aussehen? Soll die normalen Komponente null sein? Klar, bei einer Strömung im Rohr soll zum Beispiel die Geschwindigkeit, also die Flüssigkeit, ja nicht durch die Rohrwand durchgehen. Oder soll nur die Tangentialkomponente null sein? Das ist also eine etwas schwierige Angelegenheit. Und Sie ahnen natürlich schon, was hier für ein Problem entsteht. Während man in der guten alten klassischen Mechanik hatte man hier einfach eine gewöhnliche Differentialgleichung und die integriert man halt und Feierabend. Schluss. Jetzt hier hat man einen Term proportional zu V², also nicht linear. Und dann hängt alles davon ab, auf welcher Längenskala sich das Geschwindigkeitsfeld tatsächlich ändert. Wo bilden sich denn die Wirbel? Wenn man zum Beispiel auf einer Brücke steht und schaut sich an, über so einen Brückenpfeiler, wo bilden sich die Wirbel bei einer Strömung, die ansonsten ganz ruhig und ganz normal ist? An den Rändern. Weil nämlich an den Rändern die Geschwindigkeit tatsächlich auf Null runtergeht. Und je kleiner diese Skala der Änderung ist, umso dramatischer wird es natürlich für die Strömung, diese Störung dann zu transportieren. Es tauchen viele Ös auf in dieser Vorlesung jetzt, also die Strömung wird gestört. Und die Frage der Instabilität ist nichts anderes als die Frage danach, ob eine Störung, die entweder von außen auf das System losgelassen wird oder die das System von sich heraus erzeugt, ob diese Störung in ihrer Amplitude anwächst oder ob sie gedämpft wird. Ist sie gedämpft, ist die Strömung stabil. Wird sie nicht gedämpft, wird sie anwachsen. Jetzt haben wir es natürlich gut. In der Physik hat man es immer gut, aber jetzt haben wir es ganz besonders gut. Denn hinter allen Theorien, egal welchen sie nehmen, steht ja die Mutter aller Theorien, Thea Thermodynamik. Sie entscheidet darüber, was passieren wird. Nur die Thermodynamik entscheidet. Alles andere ist völlig irrelevant. Da können Sie noch so nehmen, was Sie wollen. Eine Theorie, eine Physik, die gegen die Energieerhaltung der Thermodynamik verstößt, die also gegen den zweiten Hauptsatz oder sonst irgendwas verstößt, können Sie alle in die Tonne treten. Alles Schwachsinn. Die Thermodynamik sagt am Ende, wo es lang geht. Und deswegen weiß man natürlich auch, dass selbst wenn eine Amplitude anwächst, sie wird nicht beliebig anwachsen. Es wird einen Prozess geben, der das Anwachsen der Amplitude nach oben hin limitiert, begrenzt. Das heißt, wir haben sowas wie eine lineare Instabilitätsphase und dann kann es jetzt sein, je nachdem,
können wir entweder eine nichtlineare Stabilität erreichen oder aber das System beginnt zum Beispiel durch die Wechselwirkung von Störungen untereinander sich immer weiter und weiter und weiter aufzuschaukeln. Trotzdem ist natürlich der limitierende Faktor die Gesamtenergie des Systems. Mehr als diese Gesamtenergie oder die Hälfte davon wird nicht in die Störung gepumpt werden. Ja, es wird also kein exponentielles Wachstum geben, auch wenn man das heutzutage immer wieder hört von irgendwelchen Figuren aus dem Silicon Valley, wenn die von Exponential Growth reden, es ist halt Schwachsinn. Gut, also das zunächst einmal sozusagen als Eingangsrede. Und wir wissen natürlich auch hier zum Beispiel bei der Gravitationsinstabilität, es gibt hier zwei verschiedene Arten von Kräften, die wir sofort balancieren können und uns dann die Antwort natürlich auch geben können, wann wird denn eine Gaswolke unter der Wirkung ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren? Nämlich dann, wenn der Druck in ihr nicht mehr ausreicht, um den Gravitationsdruck auszuhalten. Der Gravitationsdruck, also man könnte es ja mal so hinschreiben, Druck ist, wie Sie alle wissen, also Kraft pro Fläche. Ja, ist ja klar. So, was für eine Kraft wäre da? Die Kraft ist die Gravitation, die Fläche. Wie immer in der Physik, let's assume the cow is spherically symmetric. Wir nehmen an, die Kuh wäre sphärisch symmetrisch. Dann hätten wir hier also die Gravitationskraft. F ist irgendwie Masse, Rhabarber, Rhabarber. Können Sie halbieren, die Wolke, die Gaswolke, dann haben Sie es schön. So, M halbe mal M halbe und so weiter. Und der Ding hat einen Radius, also durch R Quadrat geschenkt. Die Oberfläche der Kugel, 4 Pi R Quadrat. Das heißt, Sie haben hier einen Druck, der mit 1 durch R hoch 4 abfällt. Und je nachdem, also sollte es dazu ausreichen, dass dieser Druck zum Beispiel einen thermischen Druck, also Anzahl der Teilchen, multipliziert mit der Boltzmann-Konstante und der Temperatur, ausreichen, den zu überwinden, fängt das Ding an zu schrumpfen. Fängt das Ding an zu schrumpfen, wird dieser Gravitationsdruck stärker. Dadurch wird das Ding natürlich auch heißer werden. Wenn wir die Gleichgewichtstemperatur ausrechnen dabei, wird das Ding heißer. Sollte das Gas in der Lage sein, die Temperatur mit Hilfe von elektromagnetischer Strahlung abzugeben, Sie haben ja gerade einen Vortrag über Sternentstehung gehört, ich habe es genau gehört, deswegen weiß ich, dann ist natürlich klar, dass die Wolke innere Energie verlieren kann durch elektromagnetische Strahlung. Solange das Ding noch nicht optisch dick ist, wo also die Strahlung dann in der Wolke verbleibt, wird es immer weiter und weiter und weiter kollabieren. Das heißt aber, von vornherein, wenn wir uns jetzt mal eher im kosmologischen Bild aufhalten. Wir beginnen die Welt mit einem ziemlich gleichmäßig verteilten Gas, dessen Ursprung für uns völlig irrelevant ist an der Stelle. Es ist nur einfach gleich verteilt. Und wir geben jetzt an manchen Stellen eine gewisse Dichtefluktuation drauf. Das heißt, irgendwas hat da geschüttelt, nicht gerührt, sondern nur geschüttelt. Und das heißt, wir haben irgendwo ein bisschen mehr Dichte als woanders. Und sofort wird auf jeden Fall die Gravitation lokal zugreifen. Je nachdem, wie groß der Dichtekontrast ist, wird dieser Kollaps dieses Objektes oder dieses Bereiches dann entweder weitergehen oder aber, Sie sind ja, ich weiß nicht, ob Sie es noch wissen, aber wir sind ja in einem expandierenden Universum immer noch. Also das heißt, die Expansion könnte dazu führen, dass dieser Dichtekontrast ja wieder ausgeglichen wird. Also dass er schwächer wird. Das heißt, wir haben es hier mit einer Konkurrenz zu tun von einerseits der Expansion des Universums als Ganzem und der lokalen Wirkung der Schwerkraft auf der Materie auf sich selbst. Das heißt, wir wären gar nicht da, wenn dieses Spiel am Anfang nicht von der Gravitation gewonnen worden wäre. Also Instabilität ist die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt zu sein in diesem Universum. Wenn das nicht wäre, gäbe es uns nicht. Das nur erstmal ganz grundsätzlich dazu und natürlich auch, man kommt nicht umhin, wenn man jetzt wirkliche Störungsanalysen machen möchte, also herauszufinden, unter welchen Bedingungen ist denn nun eine Strömung stabil, wann ist sie laminar, wann wird sie turbulent und so weiter. Man kommt nicht umhin, mathematische Analysen zu machen, weil das der einzige quantitative Zugriff ist, den wir haben. Physik ist eine Idealwissenschaft unter den Naturwissenschaften, solange sie etwas prognostizieren kann. Prognosen, quantitative Prognosen sind der zentrale Ausdruck für die Stärke der empirischen Forschung. Also nicht historische Interpretationen oder irgendwas anderes, irgendein hermeneutischer Zirkel oder sowas. Ja, ich war aber der Schüler vom Herrn Professor sowieso und bei uns war das anders, sondern nein, wir haben empirische Verfahren, mit denen wir im Allgemeinen Hypothesen überprüfen. Jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können
Und das ist das A und das O. Und aus dieser Erfahrung heraus müssen Prognosen entstehen. Und wenn diese Prognosen dann eintreten, umso besser. Das heißt, bei der Frage der Stabilität geht es natürlich um die Frage, ist das Ding stabil oder nicht? Ist die Stimmung stabil oder nicht? Wird es weitergehen oder nicht? Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen in Deutschland, die sich nur damit beschäftigen, herauszufinden, unter welchen Bedingungen zum Beispiel gewisse Industrieanlagen noch stabil sind. Um dann zu sagen, okay, wir brauchen mindestens die und die Sicherheitsvorschriften, um sicher sein zu können, dass wir das in unserem Land auch haben wollen. Also das ist ein ganz zentraler Aspekt auf der einen Seite technologisch, aber natürlich auch grundsätzlich physikalisch. Wenn es aber so sein sollte, dass wir für die Instabilitäten gar keine Gründe angeben können, also wenn das Ganze nur ein reiner Zufall ist, dann wird es natürlich schwierig für empirische Forschung. Stellen Sie sich mal auf einen Dachfirst, also Sie stehen natürlich auf einer Plattform auf dem Dachfirst und Sie lassen einen Tennisball fallen. So, und jetzt entscheiden Sie, jetzt sagen Sie mir mal, ob der Tennisball jetzt auf der rechten Seite des Dachs runterfällt oder auf dem linken. Ja, Sie lassen ihn fallen, klock, 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 klock. Irgendwelche winzig kleinen Abweichungen werden darüber entscheiden, wohin der Ball fällt. Bei einer Wasserquelle an der Wasserscheide haben Sie keine Chance, genau vorherzusagen, ob der Wassertropfen in die Donau geht oder in den Rhein. Also Schwarzes Meer oder Nordsee, wohin jetzt? Ja? Das heißt, es gibt ständig Entscheidungssituationen in unserer normalen Umwelt, die pausenlos davon geprägt sind, von solchen instabilen, also nicht prognostisch einfach zu handhabenden Situationen. Insofern ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also es geht sogar bis dahin, dass man sich über Instabilitäten im Bankenwesen oder im Finanzwesen darüber hermachen kann. Aber das nur am Rande. Schauen wir uns mal eine Reihe von astrophysikalischen Strömungen an. Eine haben wir schon gesehen, nämlich die von der Sonne. So, mal gucken hier. Aha, komm. Gequetscht, gut. Also, welche Strömungssituationen sind Ihnen aus der Astrophysik bekannt? Ich höre. Was würden Sie sagen? Akkretion. Bitte? Akkretion. Akkretion. Erklär mal, was das ist. Akkretion ist der Zulauf von Materie, beispielsweise interstellarer Materie, auf ein gravitatives, gravitiertes Objekt. Aber es kann nicht direkt aufs Objekt fallen, deswegen der Reibung auf das Objekt aufspielt. Wunderbar. Alles klar? Also, wir haben hier Gravitation. Wir haben Gravitation hier. Wir haben Rotation im Spiel. Und wir haben Reibung. Also alles, was das Leben schön macht. Vor allen Dingen mathematisch. Du hast gleich Reibung mit reingesetzt. Soweit hätte ich mich gar nicht getraut. Markus, hätte ich mich gar nicht getraut. Okay, aber Akkretion ist ganz wichtig. Und auch wieder diese Strömungsform, dass sie vor allen Dingen sich auch in Scheiben um junge Sterne herum bildet, ist eine Bedingung der Möglichkeit, überhaupt Mensch zu sein. Es gibt kein Sonnensystem ohne Akkretionsprozesse. Es gibt keine Planetenbildung ohne Akkretionsprozesse. Also ich will Ihnen einfach immer wieder nur sagen, dass diese Strömungserscheinung, von denen hier die Rede ist, das ist nicht irgend so ein akademisches, nettes Getue, ja, sich um irgendwelche Prozesse zu kümmern, nur einfach mal, weil sie auch möglich sind, sondern sie haben immer unmittelbar mit unserer Existenz was zu tun, wie alle Makroprozesse mit uns was zu tun haben. Wir reden hier nicht, also ich rede hier nicht über irgendwelche Elementarteilchen, irgendwas ganz Winziges oder irgendwas ganz Riesiges. Ich rede hier nur über Prozesse, die alle unmittelbar zum Beispiel daran beteiligt waren, das Sonnensystem zu schaffen. Sie werden sehen, fast alles, was mit Strömungen zu tun hat, hat direkt was mit uns zu tun. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes auch kulturell übrigens hydrodynamische Wesen. Die kulturelle Entwicklung der Hochkulturen zum Beispiel lässt sich ganz klar verbinden, ob eine Gesellschaft in der Lage ist, den Wasserspiegel eines Flusses zum Beispiel zu regulieren bzw. zu kennen oder nicht. Also wir sind extrem von Flüssigkeiten abhängig. Okay, Akkretionsscheiben ist eine Sache. Eine Akkretionsscheibe, wie es der Markus eben gesagt hat, wir haben ein zentrales Objekt und typischerweise bildet sich dann irgendwie um dieses Ding rum eine Scheibenstruktur und wenn das Ganze eine bestimmte Dicke hat und das Ganze hier irgendwo ein Zentrum darstellt, dann beginnt man natürlich mit dem Radius R, einer Scheibendicke H und dann vielleicht noch einem Azimutwinkel Phi. Das heißt, man nimmt irgendwelche Koordinaten nicht mehr mit X, Y und Z, sondern man rechnet natürlich sofort mit Geschwindigkeiten, als da wären Radialgeschwindigkeiten. V-Radial, und das sind bereits gemittelte Geschwindigkeiten für Flüssigkeiten. V-Rotation, also die Phi-Geschwindigkeit. Und die kennen wir sogar.
Wenn das Objekt hier innen drin ziemlich groß ist und ziemlich schwer vor allen Dingen, dann wissen wir, dass das Kepler-Geschwindigkeit ist, weil das Ding dann auf jeden Fall die Gravitation dominiert. Die VZ-Geschwindigkeit, also die Geschwindigkeit in H, was wird die sein? Was bestimmt die Größe einer Gasscheibe, die Dicke einer Gasscheibe? Wie war das? Und welche Geschwindigkeit ist mit der Temperatur verbunden? Die der Gasteilchen. Und wie heißt die makroskopisch? Wie heißt die Geschwindigkeit, die für Druckdichte-Schwankungen zuständig ist? Ich will keinen Druck ausüben, nur Dichte. Also, Schall. Schallgeschwindigkeit. Schall, 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 Schall. Okay. Also, das ist irgend sowas wie KBT durch M. Das große Problem ist in der Tat, die Radialgeschwindigkeit kennenzulernen. Nämlich mit welcher Geschwindigkeit migriert das Material in Richtung Zentrum? Ja? Das ist das große Problem hier. Woher kriegt das Material seine Radialgeschwindigkeit? Und das geht durch Drehimpulstransport. Irgendwie muss der Drehimpuls raus und dann kann das Gas nach innen migrieren. Das ist das große Problem. Der Rest ist hydrodynamisch relativ einfach. Wir gehen erstmal davon aus, dass es sich um eine Scheibe handelt, die normales Gas ist. Problematisch wird es, wenn hier Staubteilchen drin sind, weil die verhalten sich nicht so ohne weiteres wie ein Gas. Aber das ist ein Problem, das lässt sich lösen. Und ich kann sogar aus der Geschwindigkeit und der Dichte, also nehmen wir an, wir hätten die Dichte des Gases Rho. Sei Rho, also sowas wie N, Anzahl der Teilchen, mal Protonenmasse. Dann kann ich jetzt zum Beispiel anfangen und kann maximale Größen ausrechnen. Und da hilft mir in der Hydrodynamik sofort ein Herr, der heißt Bernoulli. Bernoulli lässt grüßen. Lässt sie übrigens herzlich grüßen. Bernoulli, der nämlich mit seiner Aussage, der statische Druck plus der dynamische Druck, 1/2 mal Rho V Quadrat, sei auf einer Stromlinie konstant. Und wenn das so wäre, wir werden das nachher noch sehen in der Herleitung der Reynolds-Zahl bzw. Navier-Stokes-Gleichung. Ja, ja, es kommt alles noch, kommt noch vieles auf Sie zu. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Mittagessen nachher. Dann werden Sie sehen, dass wir sofort ausrechnen können, dass wir natürlich ausrechnen können, was für zum Beispiel, was für Magnetfelder kriegen wir hin in der Scheibe. Was für maximalen Druck bekomme ich, was für eine maximale Temperatur bekomme ich daraus? Also wenn man hier einen statischen Druck und diesen dynamischen Druck gleichsetzt, dann kommt es sofort raus. Ich könnte zum Beispiel hier auch einen magnetischen Druck nehmen und der magnetische Druck, jetzt weiß ich nicht, Sie rechnen ja in legalen Einheiten, ne? SI, ne? Das ist ja grausig. Da tauchen ja diese μ0s auf und dieser ganze, oh, das ist hart jetzt für mich. Da muss ich das irgendwie hinschreiben. Wie ist das? Ich bin ja theoretischer Astrophysiker und wir rechnen gerne in Zentimeter, Gramm und Sekunde. Ja, es ist ein Fürchtes, tut mir leid, das ist grauenhaft. Ich schreibe es jetzt einfach mal so hin. Ich glaube, das ist B Quadrat. Steht da 2 mü 0? Also in meinen Einheiten müsste da eigentlich stehen B Quadrat durch 8 Pi. Aber ist ja nicht so wichtig. Also Sie wissen schon, was ich meine. Das Magnetfeld übt ja einen Druck aus. Also wenn Sie ein Magnetfeld zusammendrücken, dann drückt es zurück. Ja? Und dieser Druck, der kann zum Beispiel dazu führen, das haben wir hier jetzt in dem einen Film am Anfang gesehen, also das, was da rausploppt aus der Oberfläche, ist zunächst einmal V und dann werden aber Magnetfelder aus der Oberfläche der Sonne rausgetrieben. Und dass das Material da nicht einfach wegströmt, hat damit zu tun, dass es eben senkrecht zu den Feldlinien sich nicht bewegen kann. Es wird also eine Wirkung stattfinden, nicht parallel dazu. Parallel übt das Magnetfeld keinen Druck aus, sondern ich rede hier nur von der Bewegung senkrecht dazu. Senkrecht zur Bewegungsrichtung übt das Magnetfeld einen Druck aus. Und dann kann man praktisch das maximale Magnetfeld, was in der Scheibe überhaupt gehalten werden kann, kann man damit ausrechnen. Man kann ausrechnen, was für maximale Temperaturen könnte ich dann in diesem Ding überhaupt erzeugen. Naja, also die Rotationsgeschwindigkeit, die Sie natürlich alle inzwischen als Kepler-Geschwindigkeit identifiziert haben, kommt ja aus dem Gleichgewicht von, genau, potenzieller Energie und kinetischer Energie. Schön.
Jetzt könnte man also diese beiden Energieformen, potenzielle und kinetische, könnte man uns fragen, was für eine maximale Temperatur kann denn die Scheibe haben? Also wie heiß kann sie höchstens werden? Wenn ich jetzt eine unglaubliche Reibung da drin hätte, wie würde ich das ausrechnen? Naja, Sie wissen ja, KT ist irgendwas wie ein halb mal MV-Quadrat. Wobei das V hier sowas wie ein mittleres V sein soll, von irgendeiner mittleren Geschwindigkeit. Das heißt, ich kann sofort, wenn ich jetzt die Rotation als mittlere Geschwindigkeit nehme, nur mal für Spaß, für einen winzigen Moment, also ich würde gar nicht von der Scheibe sprechen, sondern ich würde praktisch das Material aus allen Seiten auf das zentrale Objekt fallen lassen, radial, kugelsymmetrische Akkretion, also sogenannte Bondi-Akkretion, dann könnte ich ausrechnen, was für Temperaturen können denn da drin sein. Und jetzt ahnen Sie natürlich jetzt schon, jetzt kann man irrsinnige Physik machen an der Stelle. Man kann sich zum Beispiel der Hawkingschen Physik nähern. Was passiert eigentlich am Schwarzschildradius? Sie brauchen dafür gar keine große Quantenfeldtheorie oder sonst irgendwas. Sie gehen einfach hier mit rein und gucken mal, Sie machen den Radius immer kleiner und kleiner und kleiner. Die Geschwindigkeit wird immer größer und größer und größer. Wenn das aber so sein soll, wird auch die Temperatur immer größer und größer und größer werden. Wenn es jetzt in die Temperatur immer größer und größer wird, dann wird natürlich irgendwann auch mal der Punkt erreicht, wo zum Beispiel irgendein MC-Quadrat erreicht wird. Und auf einmal können Sie schlicht nur dadurch, dass Sie einfach immer nur skalieren, immer weiter und weiter runtergehen, kommen Sie an einen Punkt, wo es zum Beispiel kritisch wird und schlagartig Materie-Antimaterie-Paare entstehen. Und dann ist es erstmal vorbei mit der Heizerei. Dann wird erstmal alles in diese Paarbildung reingesteckt. Wenn Sie jetzt noch weitergehen, dann können Sie irgendwann tatsächlich sowas wie einen Schirm um das schwarze Loch herum erzeugen, das nur aus Materie-Antimaterie besteht. Deswegen rate ich Ihnen auch nicht, irgendeinen dieser Spaghettisierungsprozesse, die da in den diversen Sachbüchern immer angesprochen werden, auch nur durchzuführen, weil abgesehen davon, dass Sie ohnehin große Probleme kriegen werden, da das Gravitationsfeld höchst inhomogen ist, je näher Sie dem schwarzen Loch kommen, Sie landen in einem Bad von Gammastrahlung. Und damit hat sich die Sache erledigt, so nach dem Motto, was würde jemand sehen, der jetzt zum schwarzen Loch fällt, würde der noch seine Uhr sehen oder sonst was und würde das noch irgendein Piep abgeben. Ja? In der wirklichen Welt piepst nichts mehr da hinten, ja? Gar nichts mehr. Das heißt, es kommt darauf an, was für ein zentrales Objekt hier drin ist. Ist das zentrale Objekt ein Stern, dann ist das eine schöne, saubere Akkretion, die Sie bis innen hin rechnen können. Warum? Weil die Sternoberfläche keine besondere Grenze darstellt. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass man nämlich bei den hydrodynamischen Gleichungen nicht nur an die Anfangsbedingungen, sondern auch an die Randbedingungen denken muss. Die Randbedingungen, die zu den Grenzen führen und die uns zugleich, auch wie wir gleich sehen werden, zu den Störungen führen. Also Randbedingungen, Anfangsbedingungen schreibe ich jetzt mal nicht auf. Das führt uns zu den Wänden. Die Wände, die sind das große Problem. Übrigens bei numerischen Simulationen auch. Sobald man da irgendwie ein geschlossenes Gitter hat, kriegt man tierische Schwierigkeiten, wenn da so eine Störung gegen eine Wand läuft und die Wand ist geschlossen. Was macht die Störung dann? Sie läuft wieder zurück. Das wollen Sie aber gar nicht. Sie wollen, dass die Störung verschwindet. Also wenn man da nicht sehr genau aufpasst bei den Simulationen, dann macht man auf einmal Physik mit Störungen, die man selber erzeugt hat, die aber mit dem System gar nichts mehr zu tun haben. Bei einem Stern ist es alles wunderbar. Da hat man hier keine wirkliche Wand. Da hat man die Korona, die Photosphäre. Das ist alles saubere, ganz normale Physik. Das kann man durchintegrieren. Alles klasse. Hat man aber hier einen Neutronenstern mit einem Magnetfeld von 10 hoch 8 Tesla, Sie merken, ich bin schon im SI-Bereich, ja, dann sieht die Welt natürlich ganz anders aus. Wie sieht denn das aus dann, wenn dann tatsächlich Gas zusammen, das Magnetfeld zusammendrückt oder drückt etwa das Magnetfeld das Gas von diesem zentralen Objekt weg? In der Tat ist es so. Hier gibt es eine ganz klare Kante und die ist zum Beispiel mathematisch überhaupt nicht einfach zu beschreiben, wenn ich hier innen drin so etwas habe wie eine Magnetosphäre von einem sehr stark magnetisierten Objekt. Und beim schwarzen Loch, da haben wir halt mit dem Schwarzschildradius oder dem Horizont nachher ohnehin Probleme. Das ist also jetzt mal ein typisches Beispiel, wie man als Strömungsmechaniker in der Astronomie Furore machen kann. Man kann dann zum Beispiel solche Dinge ausrechnen. Und das sind ja jetzt, wie Sie sehen, hier steckt ja keine zeitliche Ableitung drin. Wir machen hier ja noch gar keine. Wir lassen es einfach nur reinlaufen, weil wir wissen, gegen die Gravitation ist ohnehin kein Kraut gewachsen. Aber der Anfangspunkt für ein solches Objekt ist, dass eine bestimmte kritische Masse in einem Volumen überschritten sein muss. Das heißt, die Akkretion ist bereits ein sogenanntes kritisches Phänomen.
Ich bringe das jetzt zunächst einmal hier als etwas rein Sprachliches, als einen sprachlichen Begriff. Sobald, solange ich unterhalb einer bestimmten kritischen Grenze bin, ist alles gut. Komme ich in die Nähe der kritischen Grenze, kann es sein, dass es Probleme gibt. Bin ich drüber, habe ich einen irreversiblen Übergang. Wissen Sie schon, was ich meine? Ne? Ja? Also das Phänomen oder die Klasse der kritischen Phänomene, das ist, glaube ich, meiner Ansicht nach etwas, was wir dringend in den Schulunterricht einbringen müssen, weil das die zentrale physikalische Prozessstruktur ist für den Klimawandel. Das ist der Punkt. Sollte ein System eine bestimmte kritische Temperatur, eine bestimmte kritische Dynamik überschreiten, ist sie nicht mehr reversibel. Hat man keine Chance mehr zurückzukommen. Klimawandel ist der Klassiker. Wir sehen es jetzt schon. Wir kommen in die Nähe dieser kritischen Kante. Also die verschiedenen Extremwetterereignisse, die sich immer mehr und mehr häufen, sind nichts anderes als ein Ausdruck für eine zunehmende Instabilität der Atmosphäre, aber überhaupt der ganzen Anthroposphäre, also der Sphäre, die wir selber durchdringen, aber auch der Biosphäre, der Atmosphäre, Hydrosphäre, Kryosphäre und so weiter. Denken Sie nur an so ein Phänomen wie das beschleunigte Abschmelzen von Gletschern. Da gab es natürlich, hat man sich überlegt, gut, sobald es ein bisschen wärmer wird, fängt Eis an zu schmelzen. Ist man erstmal davon ausgegangen, dass die Dinge einigermaßen homogen abschmelzen. Bis man dann festgestellt hat, so ist es gar nicht. Die Gletscher, die schmelzen an einer Stelle ganz besonders stark, dann bildet sich da ein Loch, dann fällt das Wasser, das Schmelzwasser da rein und landet viel, viel schneller an dem Fuß des Gletschers, als man sich das vorher ausgedacht hat. Und schon fängt das Missgeburt an zu rutschen. Und rutscht natürlich in wärmeres Wasser, das inzwischen eben auch wärmer geworden ist, weil es wärmer geworden ist. So, also nicht das Wasser, sondern das gesamte System. Auf einmal kriegt man eine Dynamik da rein, die man überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Abgesehen davon, dass sich zum Beispiel auch auf der Gletscheroberfläche durch Wasserpfützen auf einmal Albedo-Inseln bilden. Mit einem viel schwächeren Rückstrahlverhalten als diese weiße Oberfläche sonst. Das heißt, da wird noch mehr Energie gespeichert. Und dann wird es noch schneller abschmelzen. Und das heißt, man kriegt dann auf einmal Rückkopplungsphänomene. Und das hat alles damit zu tun, wenn man in die Nähe von solchen kritischen Phänomenen kommt. Das wurde ja früher gerne einfach nur mit dem Wort von irgendwelchen Schmetterlingsflügeln und so weiter behandelt. Darum geht es hier aber gar nicht. Hier geht es darum, dass es strukturelle Instabilitäten gibt, die sich in hydrodynamischen Systemen überhaupt nicht vermeiden lassen. Überhaupt nicht. Und zwar insbesondere dann nicht, wenn die Geschwindigkeiten groß werden, beziehungsweise, wie wir gleich sehen werden, wenn die Längenskalen groß werden. Dann wird nämlich eine Zahl, die Sie vielleicht alle schon mal gehört haben, die Reynolds-Zahl, so groß, dass das System nicht mehr laminar abströmt, im Sinne von, ich kann an einer Stromlinie vorwärts und rückwärts gehen, dann bin ich noch im reversiblen Teil, sondern dass ich einen topologischen Bruch bekomme, nämlich hin zu einer turbulenten Strömung, die ist irreversibel. Dann haben Sie keine Chance mehr zurückzukommen in den Zustand, der mal da war. Anderes Beispiel für eine astrophysikalische Strömung. Diese Akkretionsströmungen sind ja bereits ein Ausdruck für, ich habe ein lokales Zentrum an Gravitation und auf dieses Zentrum reagiert die Umgebung. Das kann geordnet passieren, wenn die Strömung auf ein, sagen wir mal, mehr oder weniger kompaktes Objekt runtergeht, dann hat man im Allgemeinen wenig Symmetrieprobleme, dann wird man immer in so einer Form von Scheibe landen. Aber wie ist das in dreidimensional? Nehmen wir an, wir sind in einem Galaxienhaufen. Wir haben also verschiedene Gravitationszentren in diesem Galaxienhaufen und das intergalaktische Medium strömt jetzt. Strömt, wird beschleunigt durch die verschiedenen Gravitationsfelder und wird dann natürlich unter Umständen auch an den Galaxien vorbeifliegen. Also wird irgendwo anders landen, wird wieder zurückkommen. Das heißt, es findet etwas statt, was wir in der Physik gerne mit Virialisierung bezeichnen. Das heißt, wir haben ein Gravitationsfeld mit einem bestimmten Potential und können dann aus diesem Potential, so wie wir es eben gerade gemacht haben, letztlich auch ausrechnen, wenn ich bestimmte Geschwindigkeiten sehe, zum Beispiel Fritz Zwicky sieht 1935, dass im Koma-Haufen die Galaxien sich offenbar mit 1000 Kilometer pro Sekunde bewegen. Das hat ihn zu der Idee gebracht, da müsse es noch Materie geben, die wir nicht sehen können, weil ansonsten müssten diese Galaxien schon längst verschwunden sein. Das war also so der Beginn der dunklen Materie. Damals dachte man noch, das könne irgendwie mit normalem Material, so ein Zeug wie Sie und ich, gelöst werden. Heute wissen wir, dass es nicht mehr möglich ist. Aber was Zwicky dann gemacht hat, war natürlich, naja, also wenn die Galaxien diese Geschwindigkeit haben, wenn das die Virialgeschwindigkeit des Systems ist, dann kann ich vorhersagen, dass es dort Gas geben muss, das wie heiß ist. Was ist die Schallgeschwindigkeit? Für welches Gas ist die Schallgeschwindigkeit 1000 Kilometer pro Sekunde? 10 hoch 8 Kelvin. 10 hoch 8 Kelvin.
Das heißt, es muss möglich sein, hat man viele Jahrzehnte später dann gesagt, wenn wir ein empfindliches Röntgenmessinstrument ins Weltall brächten, dann sollte das in der Lage sein, diese ausgedehnten, sehr dünnen Gas, also das Gas ist ja sehr dünn, weil es auch sehr heiß ist, dieses ausgedehnte, heiße Gas zu finden. Das hat man auch gemacht. Rosat hat eine grandiose Geschichte geschrieben über die Röntgenastronomie, gerade bei den Galaxienhaufen. Das heißt, ein ganz einfaches Argument, genau das Argument, was wir hier schon genommen haben, liefert uns die Möglichkeit, den thermodynamischen Zustand eines Systems zu beschreiben. Wir können dann aus der Intensität der Röntgenstrahlung, der aufgenommen, sogar auf die Teilchendichte schließen. Und wenn man dann noch will, dann kann man den Elementarprozess, wie diese Röntgenstrahlung eigentlich zustande kommt, nämlich als thermische Röntgenstrahlung noch identifizieren, anhand des Spektrums. Dann stellt man fest, es ist schöne, einfache thermische Bremsstrahlung. Herrlich. Ein Gas mit 10 hoch 8 Kelvin, das ist natürlich ionisiert bis zum geht nicht mehr, ja, müssen sich keine Gedanken machen über irgendwelche Neutralgasanteile. Die Elektronen werden dort im elektrischen Feld aller anderen Teilchen beschleunigt, also abgebremst vor allen Dingen und dabei, wie das so schön ist, geladene Teilchen, wenn die beschleunigt werden, dann geben die Strahlung ab. Und die Elektronen vor allem, Sie wissen ja, die Wechselwirkung der Protonen mit elektromagnetischer Strahlung ist um 1 Million mal schwächer. Und deswegen sind es die Elektronen. Wir wissen dann also was über die Elektronentemperatur. Wir wissen noch nichts über die Protonentemperatur, aber in einem Gas, was aus Elektronen und Protonen besteht, könnte man annehmen, dass die Coulomb-Wechselwirkung, der Coulomb-Stoß zwischen den positiven und negativen Teilchen, dass der eine Rolle spielt. Und, ja, wo waren wir denn hier? Kommt, put, 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 put. So, Sie erinnern sich, ich sage kein Wort umsonst, hier. Die mittlere freie Weglänge soll bitte schön verdammt viel kleiner sein als die Ausdehnung des Systems. Und bei Galaxienhaufen, da kann es uns passieren, da die Dichten so gering sind, dass das nicht mehr unbedingt garantiert ist. Dass man da draußen nicht, dass ein Teilchen nicht mehr so ohne weiteres in ganz kurzer Zeit etwas davon erfährt, dass noch andere geladene Teilchen da sind. Also um eine Zahl zu nennen, ein Elektron am Rande des Koma-Haufens, also jetzt nicht des Komas saufen, sondern braucht ungefähr 22 Millionen Jahre, bis es mal wieder ein anderes Teilchen trifft. Ja, da bist du, ja, da kommst du schon ins Grübeln, ne? Wenn Wittern Montag ist und du hast keinen gesehen. Ne? Vor allen Dingen, wenn es das Teilchen die gleiche Ladung hat wie du. So ein Shit, ja, du kommst nicht mal zusammen, sondern man stößt sich ja ab als gleichnamige Ladung. Das ist grauenhaft, das muss fürchterlich sein da draußen. Aber was ich eigentlich sagen will ist, man muss dann schon aufpassen. Sobald man also eine gewisse Größe überschreitet, ist es nicht mehr so ohne weiteres erlaubt, hydrodynamisch zu rechnen. Die Hydrodynamik setzt immer voraus, dass ich diese Mittlungsprozesse hier vollziehen kann. Sonst geht da gar nichts. Okay, also nehmen wir, was könnte man denn noch für ein Beispiel haben, woran man das messen kann? Ich meine, natürlich eine Explosion hier, so eine Supernova. Ja? Wissen alle, wie wir Geschwindigkeiten in der Astronomie bestimmen? Doppler, genau. Christian Doppler lässt grüßen. Also wir können die Dynamik der Gase, die können wir ja ziemlich gut sehen. Und das heißt, wir kennen die Explosionsgeschwindigkeiten zum Beispiel von Supernova-Überresten, vor allen Dingen von denen, die dann auch nicht mehr ganz so schnell sind, sodass sie nicht mehr so überlagern. Und dann kann man aus der Geschwindigkeit, die man dann da sieht, ebenfalls wieder darauf schließen, kann ich dieses Objekt, also diesen Überrest einer Explosion in der Röntgenstrahlung noch sehen oder nicht? Und wenn Sie wollen, schmeißen Sie mal eine Suchmaschine an und gucken Sie mal nach Röntgenbildern von Supernova-Überresten. Ich kann Ihnen versichern, die Hülle und die Fülle, um dem Ü hier jetzt auch nochmal wieder ein bisschen Remnis, das war jetzt so viel Ö bei den Strömungen immer, nicht? So. Und die Dinger sind alle im Röntgen zu finden. Warum? Weil die Strömung mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde da durchgerammt ist. Und obwohl natürlich die Dichte eines Supernova-Überrests höher ist als die Dichte des intergalaktischen Mediums, erreicht man trotzdem Temperaturen von 10 hoch 7, 10 hoch 8 Kelvin am Anfang. Und es dauert ein bisschen, bis das Gas dann entsprechend abgekühlt ist. Das heißt, Die ganze Frage der Stabilität von Strömungen ist eng mit astrophysikalischen Phänomenen verbunden. Wir können gar keine Astronomie machen, wenn es um die, sagen wir, die Dynamik geht, ohne Instabilitäten. Nun haben wir ja schon eine, gehabt, nämlich diese Gravitationsinstabilität hier. Und diese Gravitationsinstabilität, die tritt in ganz verschiedenen Formen auf. Eine davon ist zum Beispiel, natürlich, dass überhaupt erstmal was kollabiert, also unter seiner eigenen Wirkung, der eigenen Schwerkraft zusammenbricht.
Aber wie ist das in Systemen, in denen Rotation auftaucht? Wir hatten ja bei der Akkretion hier tatsächlich auch schon Rotation dabei. Wir haben es uns aber gar nicht weiter angeschaut, sondern sind erstmal davon ausgegangen, dass die Bewegung des Materials hin zu dem zentralen Objekt schneller ist als alles andere. Wenn aber so ein Ding wirklich sich schnell dreht und auch noch hinreichend dicht ist, dann kann es natürlich dazu kommen, wie es kommen muss. Sieht man was? Ja, gut. Okay, das ist ja hier die berühmte Simulation von Matthew Bates, dass also neben dem Kollaps zum Beispiel noch was ganz anderes auftaucht. Und das ist nämlich jetzt, wir gehen da rein und das können wir noch ein bisschen drehen, aber man sieht natürlich, man ahnt schon hier, wenn also in dem Moment, hier haben sich jetzt die ersten Sterne gebildet und dann wird ein Drehmoment ausgeübt, also ganz mechanisch wird einfach ein Drehmoment genau dann ausgeübt, wenn Material nicht zentral aufeinander fällt, sondern eben asymmetrisch aneinander vorbeifliegt. Und dann ahnt man schon, dass natürlich Dinge anfangen werden, sich zu drehen. Hier fließt das Gas immer mehr und mehr da rein. Und wenn man also hier zum Beispiel hier oben aussieht, man ahnt schon, wenn das kleiner wird, wenn diese Situation sich noch weiter zusammenschrumpft, dann muss es sich drehen. Also hier haben wir jetzt praktisch eine Art von Entscheidung getroffen in der Computersimulation, ab welcher Dichte reden wir nicht mehr vom Gas, aus dem die Sterne werden, sondern vom Stern. Und dann kriegt man alle möglichen Strömungsmuster und diese Situation hier ist eben eine hochinstabile, die dann immer weiter und weiter in der Skala, immer weiter und weiter zu neuen Objekten führen kann. Und bis hin dazu, dass eben dann auch tatsächlich der ein oder andere Planet möglicherweise dann noch ganz andere Eigenschaften besitzt. Jetzt will ich nochmal gucken, was hatte ich denn hier? Hier, das war sowas Herrliches. Ich wollte Ihnen diesen einen Film eigentlich zeigen. Wo bist du denn? Hier, genau, Heavy Disk. So. Hier sehen wir also die Bildung von solchen Klumpen in einem rotierenden System. Und Sie sehen natürlich zugleich auch schon die Bildung von etwas, was Sie im Zusammenhang mit Galaxien schon gesehen haben, nämlich die Bildung von Spiralarmen. Das heißt, es treten kleine Verdichtungen auf. Hier schon, das werden Gasplaneten werden, aber es treten vor allen Dingen in der Rotation, ist sozusagen der Spiralarm, ist der normale Zustand einer instabilen Scheibe. Eine stabile Scheibe entwickelt überhaupt keine Strukturen, aber hier haben wir eine sehr dichte Scheibe, sehr dicht heißt, die lokale Gravitation ist hoch und dann bilden sich eben hier nicht nur Spiralarme aus, sondern es bilden sich auch noch Gasplaneten. Übrigens, man kann aus besonderen Meteoriten kann man inzwischen ablesen, dass tatsächlich die Bildung des Jupiter sich in wenigen Millionen Jahren vollzogen haben muss. Ansonsten ist die Gasscheibe schon längst weg gewesen. Also wir können ich will es jetzt einfach gar nicht mehr übertreiben. Machen wir es wieder aus, hier das Ding. Wie geht das hier wieder aus? Okay. Macht er irgendwas? Nee, macht nichts aus. Dann lassen wir es einfach so stehen. Ah, geht. Gut, okay. Kommen wir wieder zurück zu dem einfacheren, zu dem klaren Bild, weil es nämlich mathematisch ist und damit von vielen dieser ganzen Details, die Sie in solchen Simulationen sehen, auch ein bisschen wegführt zu dem Prinzipiellen. Wir haben es also grundsätzlich in der Astronomie mit Strömungen zu tun, die nur ganz, ganz selten von großer Stabilität geprägt sind. Und die große theoretische Frage ist natürlich, was sind denn überhaupt stabile, beziehungsweise was sind Strömungen, die tatsächlich dann nachher genau uns die Phänomene zeigen, die wir jetzt in der Astronomie auch sehen, nämlich den Übergang zu neuen Strukturen. Und es hilft ja nichts, wir müssen das jetzt mal machen. Also komm, wir sind unter uns, dann können wir das ja auch mal machen. Also, das ist die eine Seite der Gleichung. Und das ist die andere Seite der Gleichung. So. Und dann machen wir es gleich richtig, komm. Lassen wir es. Machen wir keinen Ärger hier. Machen wir es gleich richtig. Das sind die Navier-Stokes-Gleichungen. Also, das ist die Bewegungsgleichung für eine Flüssigkeit unter einem Druckgradienten und mit Reibung. Jetzt könnte man noch ein Gravitationspotenzial da hinten dran setzen und so weiter. Ich will die gar nicht lösen. Ich will die diskutieren. Ich will wissen, was steckt dahinter, welche Art von Physik steckt hinter dieser partiellen Differentialgleichung. Also nochmal, hier, das hier, der Laplace-Operator ist die zweite Ableitung. Das heißt, wenn ich das Ding integrieren will, da hinten raus, dann muss ich hier zwei Randbedingungen kennen
Und da ich hier vorne schon eine Zeitableitung habe, muss ich eine Anfangsbedingung irgendwie kennen. Also ohne Anfangs- und Randbedingungen geht sowieso nichts. Das vielleicht mal ganz grundsätzlich. Jetzt weiche ich sehr stark von dem Thema ab. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, weil das in meiner Ansicht nach viel zu wenig besprochen wird. Natürlich suchen wir in der Physik nach Naturgesetzen. Nach klaren mathematischen Regeln, wie Dinge sich verhalten. Wir vergessen aber allzu oft, dass die Gleichungen, die wir in der Physik haben, nur ein Teil des Teils sind, der anfangs alles war. Ohne Anfangs- und Randbedingungen haben wir überhaupt keine Chance zu sagen, was eigentlich passieren wird. Die gleiche Gleichung und andere Randbedingungen, schon sieht die Welt ganz anders aus. Also ohne diese ja zunächst einmal kontingenten, also rein zufälligen Randbedingungen oder Anfangsbedingungen können wir überhaupt keine Prognosen machen. Also sich immer nur auf die Naturgesetze allein in ihrer mathematischen Form zu berufen, reicht überhaupt nicht aus. Und das Irre ist ja nun, wenn man tatsächlich daran denkt, dass es Rand- und Anfangsbedingungen bedarf, um irgendwelche Lösungen und damit auch Prognosen zu konstruieren, dann erkennt man zugleich an, dass das davor, nämlich am Anfang, was vor dem Anfang war, und das außerhalb für die Lösung, die dann in dem physikalischen System tatsächlich realisiert wird, von großer Bedeutung ist. Mit Anfangs- und Randbedingungen respektieren Sie die Tatsache, dass es etwas gab, bevor dieser Prozess losgegangen ist. Sie respektieren damit den historischen Charakter der Abläufe in dieser Welt. Und behaupten nicht nur, ich hätte jetzt hier ein Experiment und da komme ich immer und immer wieder das gleiche Ergebnis. Das mag ja im Experiment, im isolierten Zusammenhang, mag das richtig sein. Aber in der Wirklichkeit, also in der makroskopischen Welt, von der hier die Rede ist, haben sie immer einen historischen Charakter. Immer. Woher kommt das Objekt? Woher kommt das Gas, was da zum Beispiel in der Akkretionsscheibe zusammenströmt? Ist das schon prozessiert? Kommt das von einer Supernova? Also enthält es bereits schwere Elemente? Können daraus Gasplaneten werden oder können daraus auch Felsenplaneten werden? Und so weiter. Also die Tatsache, dass ich diese Rand- und Anfangsbedingungen unbedingt brauche, um die genaue Lösung eines Naturgesetzes zu erfahren, ist der Ausdruck dafür, dass vorher was gewesen ist und dass danach eben auch was kommt. Zugleich sind die jeweils neuen Lösungen, die ein Naturgesetz wie zum Beispiel das Navier-Stokes-Gesetz hervorbringt, unter den vorher angegebenen Anfangsbedingungen und den gleichzeitig angegebenen Randbedingungen natürlich ihrerseits wieder die Ursachen für die neuen Wirkungen. Deswegen sind Strömungssimulationen oder Strömungsberechnungen so schwierig, weil sie eben nicht so etwas ganz Einfaches sind wie ich knall einfach Teilchen aufeinander und gucke, welche Überreste dann übrig bleiben und kann dann eben ein Teilchen identifizieren, wie das Higgs-Teilchen oder sowas, sondern ich muss immer darauf achten, was ist davor. Und jetzt denken Sie mal dran, wo das überall eine Rolle spielt. Der Übergang von Materie in seiner toten Form in lebendige, diese ganzen Abläufe, von denen ja auch immer wieder gerne in der Schule gesprochen wird, auf die man wieder angesprochen wird, wie ist denn was entstanden? Wie ist das Universum entstanden, wie ist der Planet entstanden und so weiter, wie ist das Leben entstanden? Das sind alles historische Fragen. Und immer vergessen wir, dass wir fragen müssen, was sind die Bedingungen gewesen, unter denen das damals sich abgespielt hat? Und was war der Vorläufer dieser Bedingungen? Jetzt darf man natürlich nicht in die aristotelische Falle tappen, irgendwann einen unbewegten Erstbeweger annehmen zu müssen. Der hat das ja damals so gemacht, ja? Listiger Grieche. Ja? War nicht Odysseus, aber trotzdem listig. Nein, sondern wir können natürlich nur bis zum gewissen Punkt gehen. Aber das ist etwas, was uns in der Astrophysik antreibt, dass wir zum Beispiel mit Meteoriten haben wir objektive Zeitzeugen, die für uns deswegen ein Ende der Fahnenstange darstellen, weil die radioaktiven Zerfallsketten, die uns sagen, wie alt das Material ist oder wie lange vorher tatsächlich irgendeine Supernova-Explosion stattgefunden haben muss, weil wir die genau kennen, weil wir diese Elementarprozesse kennen. Wir wissen, wie die Zerfallsketten sind. Und wenn wir dann die Tochterisotope in einem Material sehen, dann wissen wir, dass dann mindestens schon 750.000 Jahre vergangen sein müssen zum Beispiel. Und so weiter. Das heißt, da, an der Stelle beendet es dann. Und dann sagt uns ein Meteorit, Anfangsbedingung für die Entstehung unseres Sonnensystems war die Explosion einer Supernova. Und aus der Häufigkeit der Elemente wissen wir, es muss eine gewesen sein mit mindestens 25 Sonnenmassen. Das war die Anfangsbedingung und zugleich natürlich die Randbedingung für die Entstehung eines Systems, aus dem dann später sogar Felsenplaneten geworden sind. Und ein anderer Meteorit sagt uns, dass die Gasscheibe um den jungen Stern
nach 4 Millionen Jahren weg war. Weil mit dem Gas verschwand auch das Magnetfeld. Also wir haben eine bestimmte Klasse von Meteoriten, die sind noch magnetisiert und danach keine mehr. Das heißt also, die Bildung von Gasplaneten muss in ganz kurzer Zeit entstanden sein, möglich sein, und genau das beobachten wir auch. Das heißt, es ist extrem wichtig, bei all diesen ganzen Gleichungsbetrachtungen immer wieder darauf zu achten, die Gleichung macht es nicht alleine. Die ist wichtig, aber sie macht es nicht alleine. Und jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, was für Gleichungstypen gibt es? Das hier, dieses ganze Ding hier nennen wir Viskosität. Und jetzt ahnen Sie natürlich schon, da brauchen wir ja nicht viel Grundverständnis dafür, jetzt ahnen Sie natürlich schon, auf was das hinausläuft. Also sagen wir mal, wir haben mit Druckgradienten wenig zu tun. Stellen Sie mal vor, Sie haben ein Riesensystem. Das heißt, die Längenskalen sind gewaltig, der Druck ist im Wesentlichen konstant. Also wir haben ein Riesensystem mit irgendeiner Temperatur und irgendeiner Dichte, dann können wir uns um diesen, brauchen wir uns gar nicht zu kümmern. Wir kümmern uns nur um die Frage, wie ist dieser Term hier, die sogenannte Trägheit, wie verhält der sich zu diesem Viskositätsterm? Und definieren damit eine Kennzahl für Strömungen. Wenn die Trägheit dominiert, habe ich eine turbulente Strömung. Das heißt, die Strömung ist schnell. Was hier rauskommt, ist eine Zahl, die heißt dann Reynolds-Zahl. Und die können wir so hinschreiben, das ist V mal L über Nü. So, ups. Sie sehen es ja hier. Hier haben wir V² über L. Der Gradient ist nichts anderes als eine Ortsableitung, eins durch eine Ortsableitung. Hier haben wir Nü mal V über L². Ist klar? Das hier ist eine zweite Ableitung am Ort, also kann ich das skalieren mit einem Quadrat von der Länge. So. Diese Zahl, die entscheidet nun darüber, wie eine Strömung ist. Sollte R, E größer sein als eine kritische Zahl, deren Bestimmung oft dem Experiment unterliegt, wird die Strömung turbulent. Ansonsten und damit instabil. Ansonsten für RE kleiner der kritischen Zahl bleibt sie laminar und alles ist gut. Laminar, das sind also Schichten, die übereinander laufen. Und das kennt man natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang. Wollte ich Ihnen das mal zeigen. Und das hat damit unmittelbar zu tun. Es ist nicht ganz einfach, das so zu... So, wo bin ich hier? Das ist aus einer Vorlesung, die ich im letzten Semester gehalten habe, nämlich der Philosophie für Physiker über die Dynamik komplexer Prozesse. Kann man das sehen? Jetzt aber, ja. In dieser ganzen Vorlesung ging es nur um die Frage, welche konstitutiven Teil in der Welt nehmen Instabilitäten und Dynamiken ein. Und ich will jetzt gar nicht über die ganzen Details reden. Es geht hier eigentlich darum, dass ich aus einer Differentialgleichung, die völlig kontinuierlich verläuft, jetzt eine Iteration mache. Das heißt, ich addiere finit endlich etwas dazu. Immer wieder nur, ich habe einen Zeitschritt x plus Delta t und der bezieht sich eben, oder ich kann es andersrum sagen, der Zeitschritt x plus von t plus 1, der hat was mit dem Zeitschritt vorher zu tun. Deswegen habe ich vorhin so empathisch auf diese Rand- und Anfangsbedingungen rekurriert, weil es tatsächlich darum geht, etwas jetzt auszurechnen aus dem, was vorher war. Darauf wird es ankommen. So, jetzt kann man sich all diese ganzen Geschichten überlegen. Wir haben hier irgendeinen Ausgangsparameter und jetzt gucken wir uns mal an. Wir iterieren uns hier so ein bisschen rum und siehe da, Sie ahnen natürlich, was jetzt passiert. Der läuft weg. Das ist instabil. Ja, der rennt dann rum und ist er weg. Das wäre fatal, wenn das so wäre. Das System ist instabil. Damit hätte ich, wenn ich hier eine Lösung anfangen würde, wäre ich gleich weg vom Fenster. Ja, habe ich hier unten, dann habe ich genau das gleiche Problem. Also ich laufe praktisch von der Lösung tatsächlich weg, je nachdem, wie der elementare mathematische Prozess ist. Und wenn ich einen elementaren physikalischen Prozess zum Beispiel hätte, nehmen wir an, wir hätten das Fallen eines Wassertropfens in ein Gefäß. Aufgrund der Gravitation, irgendwo läuft Wasser raus. So, platsch, platsch, platsch. Am Anfang ist alles überhaupt noch kein Problem. Aber wenn dieser Tropfen... Wenn der berühmte Tropfen, wie bei Asterix so schön heißt, der Tropfen, der die Amphore zum Überlaufen bringt, der möglicherweise, weil er schräg fällt, die Amphore zum Umkippen sogar bringt, dann passiert genau das da. Das heißt, ich habe einen Elementarakt und dann entwickelt, dann kann ich, dieser Elementarakt führt dazu, dass ich mich exponentiell vom System, von dem Schnittpunkt wegbewege. Und anders sieht es aus,
Wenn ich also in der richtigen Art und Weise iteriere, dann kann ich mich tatsächlich stabil in das System wieder reinarbeiten. Und diese Elementarakte, die kann ich mir jetzt in verschiedenen Varianten angucken. Und viele reale Systeme sind lokal linear und global nicht linear. Hier zum Beispiel, wohin geht das? Also 20 Heuschrecken erzeugen im nächsten Jahr eine doppelt so starke Population wie 10 Heuschrecken. Aber wie ist das dann hier? Ja? Ja? Also und wenn Ihnen irgendjemand aus dem Silicon Valley mal wieder von Disruptive was erzählt und von Exponential Growth, dann sollten Sie gleich vorsichtig sein, die Polizei rufen. Ja? Das ist nämlich hochgefährlich. Also hier zum Beispiel ein Polynom erster Ordnung ist relativ unproblematisch. Würde man auch denken, da kann überhaupt nichts passieren. Gut, dann ist es halt ein Polynom zweiter Ordnung, kann ich noch ein bisschen was dazu nehmen. Und auf diese Art und Weise dann feststellen, wie Sie gleich sehen werden, es wird fürchterlich. Also hier dieses berühmte demografische Modell geht davon aus, ursprünglich sogar berechnet für so eine Karnickel-Population. Ich habe ein Feld, da sind Karnickel drauf und am Anfang werden die sich halt irgendwie vermehren. Und dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo das die Feldgrenze erreicht ist. Also wird natürlich Stress ausgeübt, sie vermehren sich weniger. Dann kann sich das System im Prinzip so hin und her oszillieren, ist alles gut. Wenn es aber am Anfang zu schnell gewesen ist mit der Populationsstärke, dann wird das System katastrophale Entwicklungen vornehmen. Also hier das Wachstumsverhalten bei begrenzten Ressourcen. Das finde ich sehr interessant, dass man solche eher biologischen Dinge dann natürlich im Grunde genommen sofort eins zu eins auf höchst aktuelle Dinge anwenden kann. Also hier zum Beispiel die Diskretisierung, die würde dann entsprechend einer Zählung von der Population in einem festgelegten Gebiet jedes Jahr. Schön. Wir gucken also jetzt, wie viele Karnickel sind da und wenn es jetzt zum Problem kommt, wir haben eine Population im Entenjahr und die mögen sich irgendwie vergrößern. Schön. Und wenn die das zu schnell macht, also sie kriegen das natürlich alles, sie bauen es gar nicht, dann geht es vor allen Dingen darum, dass ich hier unbeschränktes exponentielles Wachstum annehme, wenn ich tatsächlich annehme, dass einfach immer wieder mit der Populationsrate R meine jeweils vorherige Population sich vermehrt. Dann kriege ich ein exponentielles Wachstum. Ich habe es vorhin schon mal zum Kollegen gesagt, machen Sie doch mal in Ihrer Klasse folgendes Beispiel. Das stammt von Oliver Schwarz und finde ich granatenmäßig gut. Wir haben zurzeit einen Energieausstoß auf der Welt von 10 hoch 13 Watt. Bei jährlichem 4% Steigerung. Wann hat die Erde die Leuchtkraft der Sonne erreicht? 790 Jahre. Genau, ja. Ist gar nicht mehr so lang. Und da träumen aber Leute im Silicon Valley von Unsterblichkeit. Ich meine, 790 ist gegenüber der Unsterblichkeit auch nicht das Wahre. Da kann man auch gleich sagen, komm, dann kann ich im Gras beißen. Ja, so. Also. Das ist ein exponentielles Wachstum, das ist typisch für unbegrenzte Ressourcen. Aber wo gibt es schon unbegrenzte Ressourcen? Gut, bei der EZB, das kennt man, ja. Die haben ja offenbar im Keller, ja. Da ist also jemand dabei, der Geld druckt wie ein Wahnsinniger. Aber normalerweise muss man da eine Rückkopplung haben, also irgendeine Art von, es muss ja möglich sein, wenn die Reproduktionsrate zu groß wird, dann muss das System sich auch wieder beruhigen können. Aber die Details will ich Ihnen ersparen. Nur, worauf es ankommt, ist, dass das, was da rauskommt, ist tatsächlich nur eine Gleichung zweiter Ordnung, ein Polynom zweiter Ordnung. Und trotzdem ist der Teufel los. Das kann nicht wahr sein, ja. Wir haben eine Generation, machen sie wie konstruiert und wir lassen es jetzt einfach loslaufen. Ich zeige es Ihnen gleich mal. Die Größe des Reproduktionsparameters ist entscheidend. Was passiert bei einer allmählichen Erhöhung, hier haben wir R gleich 0, R gleich 1 und so weiter, was passiert dann tatsächlich dann damit, wenn wir in die Nähe von einem kritischen Parameter kommen? Wir haben entweder die eine Form, dann ist alles gut, oder wenn wir Pech haben, dann sind wir drüber. Hier zwischen plus 0,5 und plus 1,5. Das sieht alles danach aus, als wenn es so Rasierklingen sind. Zack! Das entscheidet. Kritische Phänomene. Hochkritisch. So. Und jetzt geht's los. Jetzt können wir uns also angucken, wie dein System beginnt, sich systematisch zu beruhigen. Alles fein. Ja? Mazel tov. Gut. Es gibt ein paar Ausreißer am Anfang, aber dann sieht man, es geht in die richtige Richtung. Ja? Man hat den Eindruck, dass die Jamaika-Koalition zum Beispiel noch hier oben ist, aber wenn die sich einigermaßen, dann werden die sich im Kanzleramt irgendwann treffen. Gut. Ja? Ja, ist alles okay. Ja, die reißen einfach ein bisschen die Schnauze auf. Und wenn die heute Morgen die Zeitung gelesen haben, dass die Zustimmung der Jamaika-Koalition 12% verloren hat, sie rechnen das jetzt mal weiter durch, dann kann man also in 8 Wochen will überhaupt niemand mehr was von der Jamaika-Koalition wissen. Ja, so, okay. Machen wir es andersrum. Ja, das sieht's andersrum aus. Und tschüss, ja. Also ein bisschen kleiner Unterschied nur und schon explodiert das System. Und das kann man in verschiedenen Varianten sich dann angucken, wie sich das System entweder exponentiell von der Ausgangssituation entfernt oder sich ihm nähert, oszilliert und so weiter. Und Sie ahnen natürlich, was jetzt kommt. Das ist nämlich genau das da.
Also sobald wir einen bestimmten kritischen Parameter erreichen, sehen wir auf einmal schlagartig Phasenübergänge. Phasenübergänge, die was völlig anderes darstellen als das, was wir vorher gehabt haben. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wir haben Markus Nielberg und Cecilias Kortzer haben einen Koffer entwickelt, der Ihnen möglicherweise bei der Darstellung genau von solchen Prozessen ein bisschen helfen kann, nämlich wenn es darum geht, die Elementarprozesse zu erkennen. Kannst du wieder ausmachen darum. Danke. Was? Die Elementarprozesse zu erkennen, die hinter den Prozessen stehen, die solche Kipppunkte darstellen. Also es gibt einen Klimakoffer und der auch prima im Unterricht einsetzbar ist. Es gibt schon eine ganze Reihe von höchst tollen Erfahrungen darüber. Und daran kann man eben mal so einen Elementarprozess kennenlernen, der in seiner Aufsummation, also in seiner integrierten Wirkung dann zu diesem Problem führt, dass wir immer weniger und weniger eigentlich emittieren dürfen. Kritische Phänomene, darum soll es eigentlich jetzt noch gehen. Wie viel habe ich noch? Moment, noch 5 Minuten. Ja, oder geht es Ihnen noch gut oder ist jetzt? Ich meine, ich bin jetzt mit der Vorrede zu Ende und wir können jetzt. Ich habe jetzt noch nicht mal. Man sollte sich für solche Vorlesungen keinen Plan machen. Es bringt nichts. Es ist Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wir haben ja schon vieles jetzt auch gehört. Das soll ja auch für Sie eigentlich nur vielleicht ein Anlass sein, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Denn die mathematischen Probleme, die tatsächlich darin stecken, solche Stabilitäten zu betrachten, die sind natürlich überhaupt nicht unerheblich. Ja, ich mache mein Leben als Physiker nichts anderes, als solche Strömungen zu berechnen, in der Magnetohydrodynamik vor allen Dingen, also in der Strömung, die mathematisch sind. Aber wenn ich zum ersten Mal meinen Studenten von einer ganz normalen linearen Störungsanalyse berichte und ich fege da über die Tafel drüber und gucke, Herr Professor, wir können wieder feste Nahrung zu uns nehmen. Können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen langsamer vorgehen? Das ist in der Tat ein Problem, aber worauf ich hinaus will, nochmal ganz grundsätzlich, diese Gleichung beschreibt, ist eine Bewegungsgleichung für Material einer bestimmten Dichte unter dem Einfluss zum Beispiel dieser Kräfte, aber Sie könnten jetzt eben noch ein Gravitationspotential dazu nehmen oder noch irgendwas anderes. Und worauf es ankommt ist, man könnte auch noch Rotation dazu nehmen, stellen Sie sich mal vor, hier wäre jetzt noch Coriolis, wäre noch dabei, dann lösen Sie die Gleichung der Meteorologie. Da gibt es dann noch ein paar Gleichungen über die Feuchte, also wie sich die Feuchte entwickelt, da ist es also gar nicht mehr so einfach. Aber man ahnt schon, dass natürlich die Prognostizierbarkeit enorm offenbar von solchen kritischen Parametern abhängig ist. Eine andere Geschichte, die Sie kennen, ist die Bedingung für Konvektion. Also wir haben jetzt im Grunde genommen auf der einen Seite, wenn ich mal hier mit GI beschreibe, die Gravitationsinstabilität, dann muss meine Störung der Dichte eine bestimmte kritische Dichte überschritten haben. Das muss einfach so sein. So. Nur dann ist die Gravitation in der Lage, lokal schneller zu sein als zum Beispiel die Expansion des Universums. Bei dieser Gravitationsinstabilität ist es aber auch so, dass natürlich Dichtestörungen dann so stark sein müssen, dass sie auf jeden Fall irgendwelchen Trägheitskräften die Stirn bieten können. Also das heißt, die Gravitation, die damit zusammenhängt, die muss größer sein in ihrer Wirkung oder schneller in ihrer Wirkung als irgendwelche Kräfte, die träg sind. Und Trägheitskräfte hier bedeutet namentlich auch Rotation. Ja? Also sollte das System rotieren, dann darf es nicht zu schnell rotieren. Sollte es zu schnell rotieren, dann verhindere ich damit den Kollaps oder Konvektion. Natürlich wird erst dann der Übergang von der Wärmeleitung zur Konvektion sich vollziehen, wenn der Transport an Energie, der zum Beispiel aus dem Inneren der Erde oder aus dem Inneren der Sonne kommt, durch die Wärmeleitung einfach nicht mehr gewährleistet ist. Wenn es also einen Gradienten gibt in der Temperatur, der größer ist, als ein kritischer Temperaturgradient, dann wird es passieren. Dann ist der Übergang da, dass auf einmal die gesamte Flüssigkeit sich in Bewegung setzt.
Und das sind die Instabilitätskriterien, die immer und aus, also ausdrücklich immer wieder damit darauf verlaufen, dass das System kritisch wird. Und ich möchte Sie an dieser Stelle unbedingt mit einem Begriff vertraut machen, der mir in den letzten Jahren unglaublich viel geholfen hat beim Verständnis von komplexen Problemen. Das nennt man selbstorganisierte Kritikalität. Ja, ich erkläre es ja gleich. Es ist jetzt also nicht ein Satz von der Sorte, dass ein gutes Fundament natürlich auch eine Grundlage für eine stabile Basis sein kann. Zitat Dr. Angela Merkel, Klammer auf, Physikerin, Klammer zu. So. Selbstorganisierte Kritikalität ist, ein System kommt an einen kritischen Zustand und organisiert sich selbst an dieser Stelle. Das beste Beispiel dafür sind Sandhügel. Ja, die sind sogenannte Sandpile-Experimente. Und derjenige, der dazu viel gemacht hat, heißt Peer Buck. Gott hab ihn selig, er ist nämlich schon gestorben. Peer Buck hat sich damit beschäftigt, warum eigentlich alle Sandhügel die gleiche Neigung haben. Ja, Sie haben sich, können sich vorstellen, hier kommt aus dem Rohr Sand raus, hier bildet sich also so ein Hügel aus und nach einer Weile werden wir einen Sandhügel haben, der eine bestimmte Neigung hat und das war's. Der wird immer höher, aber im Prinzip wird die Neigung immer gleich groß sein. Und er fand raus, dass alle selbstorganisierten kritischen Systeme sind alle gekennzeichnet durch Potenzgesetze in der Verteilung. Erdbeben, Börsen, also durchaus kritische Systeme, Sandhügel und viele andere Systeme. Auch in der Astronomie sind Potenzgesetze der Normalfall, also sowohl im interstellaren, im intergalaktischen Medium, die Verteilung von kosmischer Strahlung, also dieser hochbeschleunigten Teilchen, das sind alles Potenzgesetze. Das heißt, man hat hier dann zum Beispiel den Logarithmus irgendeiner Größe, a, und hier hat man einen anderen Logarithmus, den man gegeneinander, und dann kommt sowas dabei raus. Ja? Irgendein Potenzgesetz mit irgendeinem Exponenten. Sie haben, haben Sie vorhin was bei Turbulenz, was von Kolmogorov-Turbulenz gehört? Повторите, пожалуйста. Niemand? Niemand. Okay, dann nicht. Das ist schade, weil dann könnte ich jetzt noch mal. Also, das können wir vielleicht mal machen, weil das der Übergang zu. Ja, doch. Ja, doch. Für Spaß. Nur für Spaß. So. Ja. Sie erinnern sich, es gab einen Übergang von der laminaren Strömung zu einer turbulenten Strömung. Alles klar? Gut. Gab eine bestimmte. So, jetzt nehmen wir mal also an, wir haben ein Rohr mit einer Längenskala L. Hier möge aufgetragen sein, der Logarithmus einer Zahl k, und die ist nichts anderes, k ist ein Ausdruck für 1 durch L. In anderen Zusammenhängen wird die auch gerne Wellenzahl genannt. Hier tragen wir also Logarithmus von k, das heißt hier bei den kleinen k's haben wir große L's. Ja? Hier ist L max. Schön. Hier oben tragen wir auf einen Logarithmus für eine Größe, die irgendwas mit der Energiedichte zu tun hat. Also wie viel Energie pro K-Intervall drinsteckt. Wir haben ein Rohr und machen jetzt die Strömung schnell. Wieso wird die schnell? Weil wir sie hinten schneller machen. So, die wird immer schneller und schneller. Wenn sie schneller und schneller wird, Moment, nochmal gucken hier. So, wenn sie schneller wird, V wird größer, dann wird selbst dann, wenn wir die Skalenlänge des Systems gleich lassen und das Rohr sollte jetzt nicht expandieren, dann wird die Reynolds-Zahl größer. Ja? Wir können also absehen, ab wann haben wir eine Geschwindigkeit erreicht, wo die Strömung turbulent wird. Weil die Reynolds-Zahl dann größer ist als eine kritische. So. Und jetzt machen wir die Strömung immer schneller und schneller und schneller und schneller. Was macht die Strömung dann? Sie kann ja nicht raus aus dem Rohr. Wohin mit all der überschüssigen Energie? Sie entwickelt Wirbel. Der erste Wirbel, den sie entwickelt, hat die Ausdehnung des Rohrs. Und der nächste Wirbel? Ja, außerhalb des Rohrs kann sie nicht hin. Also halbes Rohr und so weiter und so weiter. Das heißt, was passiert ist, die Strömung wird instabil und kippt. Tschakka, 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 tschakka. So. Bis sie hier hinkommt. Und wer dieser Vorlesung zugehört hat, der weiß jetzt, was da steht. Was muss dafür, was, bis wohin kann ich höchstens Hydrodynamik betreiben?
Bis zu welcher Längenskala? Genau, ich werte Ihr Schweigen als Zustimmung, wenn ich hier hinschreibe, ein K, was 1 durch die mittlere freie Weglänge entspricht. Weil das kleiner darf ich auf keinen Fall werden. Und dann ist Feierabend. Und wenn dann hier noch K hoch minus 5 Drittel rauskommt, dann haben Sie Kolmogorov-Turbulenz. Und das ist ein Ausdruck dafür, dass ein System sich selbst organisiert. Die ganze Zeit. Das heißt, hier kommt Sand rein. Und was glauben Sie denn, wie sich so ein Sandhügel entspannt? Kleine Lawinen. Ab und zu mal eine große, aber im Wesentlichen kleine Lawinen. Es rutscht immer wieder was weg, wieder was weg. Ab und zu gibt es mal eine größere, aber es ist nicht so, dass der Hügel sich zerfetzt oder sonst irgendwas. Nur die ganze Zeit beruhigt sich so. Und genauso ist das bei Turbulenz auch. Es bilden sich alle möglichen Skalen und Sie sehen hier meine Skaleninvariant. Wir haben hier keine ausgezeichnete Längenskala mehr. Es gibt viele kleine, ein paar große und so weiter. Aber wir können nicht mehr sagen, das ist die typische Größe eines Wirbels. Das ist verdammt schwierig und macht diese Arbeit mit den Potenzgesetzen auch so schwer, auch bei Erdbeben und so weiter, wenn es um Vorhersagen geht etc. Das ist der typische Ausdruck für ein hochkomplexes System. Mit anderen Worten, wann immer Sie in Zukunft von uns Astronomen ein Potenzgesetz sehen, wissen Sie, oh, das wird schwer, die Details zu verstehen. Nicht das große Ganze, also die Komplexität als Ganzes, also wo ein System, im Grunde genommen reagiert das System ja nur auf Randbedingungen, nämlich auf die Randbedingung, dass da ein Rohr ist, eine Rohrwand ist. Das heißt, das System reagiert auf das davor, auf Randbedingungen und auf Anfangsbedingungen. Und deswegen entwickelt das System sich so. Das kann gar nicht anders. Kann ja nicht zurück in eine Situation ohne Rohr. Das heißt, alle komplexen Systeme sind enorm davon abhängig, was vorher gewesen ist. Tut mir leid, aber ich muss immer eben kurz. Ist alles gut. Ich kenne das Glas hier nicht, deswegen bin ich vorsichtig. So. Also, ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck davon bekommen, welches enorme Potenzial in der Betrachtung von Instabilitäten steckt. Also nicht immer nur sozusagen diese Gleichgewichte zu betrachten, auf die alles hinausläuft, sondern im Gegenteil, den instabilen Charakter der Natur zu betonen. Als insofern, bei den Griechen war es noch so, dass Natur immer nur nomologisch war. Also, oder auch bei Kant ist es so, dass Natur etwas ist, was mit den Naturgesetzen zu tun hat. Nur damit. Aber in Wirklichkeit ist es die Mischung von Naturgesetzen, Randbedingungen und Anfangsbedingungen. Insofern eben Natur dann, nur dann als Natur bestimmbar ist, wenn sie instabilitätsfähig ist. Wenn sie nämlich in der Lage ist, neue Eigenschaften zu generieren. Sie können irgendeinen beliebigen Evolutionszusammenhang herstellen und werden immer auf das Problem stoßen, dass ein System zu einer Zeit bereits neue Eigenschaften hatte, als es die noch gar nicht brauchte. Die sich aber dann durch die Veränderung der Umweltbedingungen zum Beispiel als den großen Gewinner herausgestellt hat. Die gesamte biologische Evolution lebt davon, dass die biologischen Systeme alle inhärent instabil sind. Das heißt, nicht nur eine Lösung anbieten, sondern immer leichte Variationen des gleichen Themas. Und diese leichten Variationen liefern dann, wenn die äußeren Bedingungen, also die Randbedingungen sich verändern, auf einmal die richtige Lösung. Sonst wird es uns gar nicht geben. Wenn unsere Anpassung nicht sehr erfolgreich gewesen wäre, in allen möglichen Varianten, wird es uns gar nicht geben. Zugleich aber sagt uns diese offensichtliche konstitutive Instabilität der Natur, dass wir verdammt vorsichtig sein müssen. Dass wir durch 400 Jahre Narrativ, wo wir immer wieder uns gesagt haben, das kann man alles irgendwie packen. Jetzt sogar Geoengineering wird darüber nachgedacht, ja, da können wir doch irgendwie, also ich bitte Sie, das können wir doch irgendwie, können wir doch die Sonne abdunkeln oder wir machen irgendwas in die Meere rein, das geht doch alles und so weiter und so weiter. Und die Jungs, die werden schon was entdecken und der Diesel wird auch noch sauber etc. Wir machen einfach weiter wie bisher, Sie wissen schon und so weiter. Kodak lässt grüßen, die haben ja auch bis zum letzten Tag, bevor sie bankrott gegangen sind, Filme produziert, die dann keiner mehr gekauft hat. Und unserem Planeten wird es nicht weiter, der wird sich nur schütteln. Dieser Planet hat so viele Instabilitäten hinter sich, der ist es egal. Und ab und zu trifft sich dann Mutter Gaia mit Mutter Thea von der Thermodynamik und denkt sich, Gott, waren die blöd. Ich danke Ihnen.
ist so eine Art von Physik, da. Ah, einfach stark.